Am 4. Dezember 1920 trägt die internationale Presse einen Triumph in die Welt hinaus. Die Tote Stadt, das dritte Bühnenwerk des erst 23-jährigen Komponisten Erich Wolfgang Korngold, erlebt in Hamburg einen geradezu bombastischen Erfolg. Kein geringerer als Giacomo Puccini sieht denn auch in Korngold die stärkste Hoffnung der neuen deutschen Musik. Die Handlung zeigt uns Paul, der seine über alles geliebte Frau Marie verloren hat, sich nunmehr in seiner Trauer völlig von der Außenwelt abschottet und nur noch in seinen Erinnerungen lebt. Ich glaube, er ist auf dem Weg, die Realität zu verlieren. Ich glaube, würde er weiter so leben die nächsten Jahre, dann würde er wirklich ein pathologischer Fall werden. Und dort, wo wir einsteigen mit der Geschichte, ich glaube, das ist wirklich so ein Wendepunkt in seinem Leben, weil jetzt natürlich durch das, was ihm passiert in dieser ganzen Oper, die Möglichkeit da ist, diese Trauerarbeit zu leisten und zu einem eventuell positiven Schluss zu kommen. Erich Wolfgang Korngold verknüpft in seiner Oper eine psychologisch raffinierte Handlung samt freudscher Traumsymbolik mit einer Musik voller Exotik und Erotik, deren Sinnlichkeit immer neue Facetten offenbart. Zugleich aber ist das Werk durch seine tiefen psychologischen Momente, durch Pauls Obsessionen, auch ein Experimentierfeld für Regisseure. Denn als mit Marietta eine neue Frau in Pauls Leben tritt, verwischen die Grenzen zwischen Schein und Sein, verschwimmen die Wahrnehmungen. Im Grunde muss diese Frau vielleicht gar nicht so ähnlich sein seiner Frau. Er macht sie dazu. Also er ist an diesem für mich pathologischen Schritt schon gegangen, niemanden anderen als eigenes Wesen zu akzeptieren, sondern jemand anderen dazu zu machen. Und es natürlich in dem Stück gibt es nur eine andere Frau, die es real gibt. Erstmal am Anfang ist Brigitta, die Haushälterin, die mit ihm ja jahrelang verflochten zu Hause lebt, also emotional auch verflochten. Unser Weg ist, dass wir sagen, Brigitta spielt diese Frau. Diese andere Frau gibt es nicht, sondern Brigitta zieht die Kleider der verstorbenen Frau an und erlebt dadurch mit Paul zusammen, jetzt natürlich psychologisch gesehen, eine wahnsinnig emotionale Achterbahn der Gefühle. Natürlich kippt auch das Stück bei uns in einen Surrealismus, weil wenn man zwei Personen so ein Rollenspiel spielen, entgleitet natürlich auch sowas. Das heißt, ab dem zweiten und dritten Akt begeben wir uns auch in die Welt von Paul, in den Kopf, in die Gedanken und erleben Angst, Schuld, Reue, die Prozession. Also wir erleben sozusagen alle seine Gefühlszustände in diesem Spiel reale Frau, nicht reale Frau. Identitätskonflikte und erdrückende Seelenqualen, albtraumhafte Szenarien und zugespitzte Figurenkonstellationen prägen diese Inszenierung und natürlich auch die Oper, die mit ihrer opulent schillernden Partitur jetzt wieder nach Hamburg zurückgekehrt ist. Was hat